Hallo Kinder, lasst uns singen, denn nun sind wir alle da. Komm, wir klatschen zusammen, klatschen ist wunderbar. Ja, Bayern! Am wichtigsten ist, den Kindern mehr Zeit zu geben, und das bewirkt häufig auch ganz viel. Die Eltern melden da häufig zurück, boah, das Abwarten war so wichtig. Ich habe jetzt erst gemerkt, mein Kind ist sehr aktiv, wenn ich ihm mehr Zeit gebe und kann schon viel mehr Dinge, als ich eigentlich gedacht habe. Wir arbeiten mit Kindern mit globalen Entwicklungsstörungen schon sehr, sehr lange in der Einzelsitzung. Und aus dieser Einzelarbeit ist eigentlich entstanden, dass wir gedacht haben, eigentlich ist es prima, wenn wir das im Gruppensetting machen würden, mit mehreren Eltern zur gleichen Zeit, damit eben auch die Eltern voneinander besser lernen können, sich auch gegenseitig stärken können. Mein Name ist Heike Burmeister, ich bin Logopädin im Werner-Otto-Institut und habe das Projekt Kugel mit meiner Kollegin Dorothee von Meidel entwickelt. Kugel ist die Abkürzung für Kommunikation mit unterstützenden Gebärden, ein Eltern-Kind-Gruppenprogramm. Und der inhaltliche Schwerpunkt in diesem Programm liegt darin, systematisch die Eltern zum Einsatz lautsprachunterstützender Gebärden in der natürlichen Kommunikation mit ihren Kindern einzusetzen. Diese Kinder, die globale Entwicklungsstörungen haben, finden nur sehr langsam in die Sprache. Sie haben Mühe beim Erwerb der Lautsprache und beginnen oft erst Wörter zu sprechen, wenn sie 4, 5 oder 6 Jahre alt sind, also deutlich später als ein Kind, was sich altersgerecht entwickelt. Wir versuchen, den Wortschatz zu finden, der für die einzelnen Eltern und einzelnen Familien und Kinder besonders wichtig ist. Und wir versuchen, die Eltern zu motivieren, den Blickwinkel ihres Kindes einzunehmen. Also was ist eigentlich das Wort, was ihr Kind ihnen eigentlich immer sagen möchte, aber noch nicht sagen kann? Und so wie die Kinder später sprechen können, lassen sie die Gebärde fallen. Das Kugelprogramm erstreckt sich immer so über 3 Monate circa. Alle 2, 3 Wochen sehen wir uns und dann passiert natürlich auch was in dieser Zeit. Und oft fangen viele Kinder schon an, Gebärden zu benutzen. Und wenn die Eltern begeistert davon erzählen, freut mich das immer enorm natürlich, das miterleben zu können. Und wenn die Kinder die ersten Gebärden einsetzen, das ist natürlich immer der absolute Glücksmoment, aber wir betonen auch immer, dass jedes Kind unterschiedlich ist, dass manche vielleicht schon schnell irgendwie eine Gebärde übernehmen und einsetzen und andere sehr viel länger brauchen. Und vor allen Dingen stützen sich die Eltern dabei gegenseitig. Überrascht hat mich tatsächlich, dass man nicht einfach nur Gebärden lernt, sondern sagt, ne, das ist Haus, das ist Essen, sondern dass man auch so viel drumherum gelernt hat in Sachen Kommunikation. Und das hat wirklich, wirklich viel geholfen, ja.